Herzlich willkommen beim Rohkost 1x1, ihr Rohkostverrückten. Es ist mal wieder Challenge-Zeit. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ich habe vor ungefähr einem Monat eine Banana Island Challenge gemacht. Falls du es nicht gesehen hast, hier unten haben wir ein Video eingeblendet, kannst du es nochmal anschauen. Banana Island ist quasi, dass wir eine bestimmte Zeit lang, wir haben es 5 Tage gemacht, unseren kompletten Kalorienbedarf nur durch Bananen gedeckt haben. Also das waren so am Tag so zwischen 25 und 35 Bananen. Zu jeder Mahlzeit gab es Bananen in verschiedensten Formen und Varianten. Und für mich war das auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Und was mich sehr gefreut hat, ich habe daraufhin viele, viele Nachrichten bekommen von Menschen, die Banana Island sehr interessant fanden und sich gesagt haben, okay, das will ich auch ausprobieren. Die Auswirkungen bei mir persönlich von Banana Island waren durchweg positiv. Ich habe mich super gefühlt. Allerdings ist das Feedback, was ich bekommen habe, jetzt nicht nur durchweg positiv gewesen. Manche Menschen, die das ausprobiert haben, haben mit Banana Island ihre Probleme gehabt. Und daraufhin habe ich dann nochmal recherchiert und mich schlau gemacht zu bestimmten Themen. Denn es gibt bei all der ganzen Bananenesserei ein kleines Problem. Und zwar, wenn man sehr, sehr viele süße Südfrüchte isst, wie zum Beispiel Bananen, Mangos etc., dann entgiftet der Körper sehr stark. Denn diese süßen Früchte haben ein hohes Entgiftungspotenzial. Das bedeutet, dass unser Körper, wenn wir sehr viele von diesen süßen Früchten essen, viele der eingelagerten Giftstoffe von vor Monaten, Jahren und so weiter zutage fördert. Das ist natürlich eine super Sache, das ist ja genau unser Ziel. Wir wollen unseren Körper ja von Giftstoffen befreien. Allerdings gibt es ein kleines Problem an der Sache. Und zwar, diese Geschichte kann auch nach hinten losgehen, wenn der Körper mehr Giftstoffe zutage fördert, als er letztendlich abtransportieren kann. Was dann passiert, ist eine sogenannte Rückvergiftung, weil die Giftstoffe sich dann in dem Körper, in dem Blut tummeln quasi und aber nicht schnell genug abtransportiert werden können. Da unser Blut aber ständig einen konstanten pH-Wert haben muss, muss der Körper irgendetwas machen, um diese sauer wirkenden Giftstoffe, die er zutage gefördert hat, aus den Zellen zu neutralisieren. Clever wie unser Körper ist, findet er aber natürlich für dieses Problem auch eine Lösung. Und zwar, was macht er? Um diese sauer wirkenden Giftstoffe zu neutralisieren, braucht er etwas Basisches. Und basisch sind die Mineralien, die in unserem Körper gespeichert sind. Er zieht also diese Mineralien aus unseren Knochen und aus unseren Zähnen ins Blut zurück, um diese sauer wirkenden Giftstoffe zu neutralisieren, um wieder einen konstanten pH-Wert herzustellen. Somit haben wir das Problem gelöst. Allerdings kommt dadurch ein neues Problem, und zwar, wenn wir sehr, sehr viele von den Mineralien in unseren Knochen und in unseren Zähnen ins Blut ziehen, sind sie natürlich dort nicht mehr da. Was passiert ist folgendes, es haben nämlich auch einige, die Banana Island ausprobiert haben, mir gefeedbackt, dass sie Zahnschmerzen bekommen haben und aufgrund dieser Zahnschmerzen mussten sie Banana Island abbrechen. Aber heißt es jetzt, dass wir die süßen Früchte auf jeden Fall meiden sollten? Nein, natürlich nicht. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Giftstoffe, die zutage gefördert werden von den süßen Früchten, auch unseren Körper verlassen können. Und das schaffen wir durch mehrere Dinge. Und zwar erstens, ganz viel Wasser trinken. Ich habe jetzt heute schon 4 Gläser davon getrunken. Jetzt 2 Liter habe ich gleich geschafft. Wasser trinken hilft auf jeden Fall bei der Entgiftung, ist eine super Sache. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir mit unserer Ernährung genügend Mineralien in unseren Körper bringen, sodass der Körper, um die Giftstoffe abzupuffern, nicht die körpereigenen Mineralien nehmen muss, sondern die Mineralien aus der Nahrung nehmen kann und somit nicht Raubbau in unserem eigenen Körper begeht. Und wie schaffen wir das am besten? Ganz einfach, Pflanzengrün. Richtig, richtig viel Pflanzengrün. Kräuter, Salate, Wildkräuter. Diese Geschichten enthalten unglaublich viele Mineralien, die unseren Körper bei der Entgiftung unterstützen. Daher habe ich mich entschieden, Banana Island 2.0 zu machen. Das bedeutet, ich decke meinen kompletten Kalorienbedarf nur durch Bananen. Ich esse nur Bananen als einzige Obstsorte, aber sorge dafür, dass ich zu jeder Mahlzeit richtig, richtig viel Grün dazu habe. In Form von grünen Smoothies, Salaten, wie auch immer. Aber zu jeder Mahlzeit Bananen und zu jeder Mahlzeit viel, viel Grün. Auf diese Weise schaffen wir es, dass wir durch die Bananen sehr, sehr viele eingelagerte Giftstoffe zutage fördern und auf der anderen Seite durch viel Trinken und durch das Grün, dass diese Giftstoffe auch ausgeschieden werden können, ohne dass sie jetzt im Körper nochmal Probleme verursachen. Insgesamt möchte ich das Ganze jetzt 4 Tage ausprobieren und werde dann einfach sehen, wie ich mich fühle und werde natürlich jeden Tag ein Video machen, damit du verfolgen kannst, was geht denn auf Green Banana Island so alles ab. Da wir das Wochenende über in München waren beim großen Rohkost-Picknick, Props an dieser Stelle an alle Leute, die da waren, war sehr, sehr cool, haben wir natürlich auch keine einzige Banane im Haus, ganz schlechte Voraussetzung für sowas,
Und ich möchte aber gerne trotzdem heute starten, habe mich deswegen entschieden, okay, die erste Mahlzeit des Tages, mein Frühstück, gibt es jetzt noch was ohne Bananen. Ich habe mir jetzt aus den letzten Äpfeln, die wir gerade noch haben, einen Apfelmus gemacht. Auch sehr lecker. Und jetzt gleich werden wir zu unserem Markt aufbrechen und dort alle Bananen und alles Grün unter den Nagel reißen, was wir denn alles so bekommen können. Ich hoffe mal sehr, dass ich reife Bananen bekommen werde, denn wenn nicht, wird es ziemlich schwer. Dann muss ich noch ein paar Läden abtingeln, um irgendwie reife Bananen zu bekommen, die ich heute schon essen kann. So, ich lasse mir jetzt noch mein Frühstück zu Ende schmecken und dann sehen wir uns nachher, wenn wir hoffentlich wieder Bananen haben. So, wir sind jetzt gerade von unserem Marktraubzug zurückgekehrt und es war sehr erfolgreich. Hier kannst du mal kurz gucken, was wir alles geholt haben. Ich würde sagen, die ganze Woche Banana Green Island ist sowas von gesichert. Wir haben hier richtig, richtig viele schöne Bananen. Ein paar auch, die schon reif sind, die gibt es dann heute und die anderen können auch bis morgen nachreifen. Und Grün. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele verschiedene Sorten Grün am Start gehabt. Guck mal, was haben wir alles? Spinat haben wir, große Schüssel. Dann haben wir einen Eisbergsalat, kann man schöne Wraps machen. Dann haben wir super leckeren frischen Mangold, roten und weißen. Hier zwischen ist noch ein Sellerie. Dann haben wir noch Dill, das dachte ich mir, keine Ahnung, ob Dill mit Banane schmeckt. Wir probieren es einfach mal aus. Dann haben wir Petersilie richtig viel. Petersilie benutze ich richtig gerne für meine grünen Smoothies. Hier haben wir super frischen Portulak aus dem Garten, wurde mir versichert. Dann haben wir noch Rucola, richtig, richtig riesigen, der ist auch frisch aus dem Garten. Ganz, ganz feine Sache. Ein Kopfsalat haben wir hier auch noch. Und dann haben wir noch ein bisschen Feldsalat. Und hier, auch sehr cool, frisch gesammelte Wildkräuter. Nicht von mir selbst, sondern ich habe die gekauft. Aber hier zig Sorten, ich weiß gar nicht, was alles genau ist, aber lecker wird es auf jeden Fall. Und dann haben wir noch frische Minze und Basilikum. Und hier noch so ein bisschen was Eingetrocknetes, aber das kann man einfach ignorieren. Also hier mindestens 12 verschiedene Sachen. Reicht für alle 4 Tage. Und ja, würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was wir alles Schönes daraus machen können. So, es ist soweit. Endlich. Die erste Green Banana Island Mahlzeit steht vor mir. Ich habe mir jetzt so einen schönen Pudding gemacht in meinem Mixer, denn ich habe viel Petersilie drin, ganz bunt Petersilie. Und Petersilie hat diese schöne Eigenschaft, dass die sehr, sehr andickt. Ich habe jetzt insgesamt ein ganz großes Bund Petersilie und noch ein bisschen Wildkräuter rein und insgesamt 6 Bananen, ein Glas Wasser und habe das in meinen Mixer gemacht und habe jetzt hier so einen schönen Pudding. Hier ist noch der Rest, den gibt es danach. Habe mir noch eine Banane reingeschnitten, so ein bisschen für so ein Suppengefühl. Und lassen wir es jetzt schmecken. Richtig, richtig gut. Richtig gesund. Aber ganz wichtig, wenn du das nachmachen solltest, ich empfehle dir immer, so viel Grün zu nehmen, wie du auch klarkommst damit. Denn es nützt nichts, wenn du dir jetzt unfassbar viel Grün reinhaust und am Ende isst du es nicht, weil es irgendwie geschmacklich nicht klar geht. Deswegen steigere dich lieber langsam. Das ist auf jeden Fall besser, als sich dazu überfordern und am Ende es dann nicht aufzuessen. Aber ich bin da schon ganz gut dabei und mir schmeckt es auf jeden Fall. So langsam bricht jetzt auch hier die Dunkelheit über Green Banana Island ein. Höchste Zeit für unser Abendessen. Ich habe mir mal was richtig, richtig Leckeres ausgedacht. Sowas habe ich noch nie gegessen vorher. Und ich würde sagen, es passt jetzt so perfekt, weil ich habe richtig, richtig, richtig Lust auf Grün. Und zwar, bei mir gibt es nämlich heute, vielleicht kannst du sehen, einen schön leckeren Salat mit Rucola, frischem Rucola aus dem Garten. Der ist so lecker, der ist sowas von fest und sowas von strotzend vor Kraft. Das ist fast wie so ein Wildkraut, kann man sagen. Richtig lecker. Dazu gibt es Gurkenstücken und Bananenstücken. Und dann habe ich mir noch eine leckere Soße gemacht aus 2 Bananen, die habe ich in den Mixer geworfen, hier. Und dann habe ich mir noch Dill, leckeren Dill, frischen Dill, kleine Stückchen geschnitten, untergerührt. Ich habe es nicht gemixt, ich denke mir, dann sieht es vielleicht nicht mehr so schön aus. Ich habe es lieber untergerührt. Gucken wir mal, was bei passiert. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, ich habe richtig, richtig Hunger gerade darauf. Da. Passt. Machen wir mal kurz einmal umrühren hier. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, aber ganz wichtig, bevor gegessen wird, Prost. Denn ganz wichtig, bei Banana Island, bei Green Banana Island, generell egal was du machst, viel, viel trinken. Ich bin jetzt heute schon bei, schon über die 3 Liter hinweg, richtig viel. Ist richtig wichtig, das unterstützt deinen Körper beim Entgiften und ist einfach eine feine Sache. Aber jetzt haben wir uns unser Essen verdient, sozusagen guten Appetit. Boah, ohne Witz, richtig lecker. Ich werde nicht mehr. Oh, diese Soße, es schmeckt wie so eine richtig geile Cremesoße. Boah, ist das lecker.
Und dann zu dem Rucola, der bringt so die Würze. Gurke bringt die Erfrischung und ein bisschen Süße durch die Banane. Ey, ganz ehrlich, das werde ich auf jeden Fall übernehmen nach Banana Island. Das schmeckt ja so gut, ich kann nur empfehlen, es auszuprobieren. Geil. Olli, willst du Löffel? Ja, klar. Hau rein. Lass dir schmecken. Und, was sagst du? Geil. Verrückt, oder? Verrückt, aber das haben wir noch nie gemacht. Ich liebe diese Süße. Au, das ist echt cool. Oh, da mache ich mir nachher noch eine Portion, ey. Das ist echt geil. Und ich steig spontan ein und gehen mit einer Island Abendessen. Echt cool. So, bevor ich mich jetzt hier vor lauter Geschmacksexplosion gar nicht mehr einkriege, würde ich sagen, wir sehen uns morgen zu Tag 2 von Green Banana Island. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du einen Daumen nach oben geben würdest. Das hilft mir total weiter. Und damit du morgen unser Video nicht verpasst, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, wenn du es nicht schon längst getan hast, wovon ich natürlich ausgehe. Ja, dann bis morgen. Guten Hunger und frohes Segeln.